Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Drittkanal. Heute reagiere ich wieder auf TikToks, auf die ihr mich markiert habt. Ich hoffe, sie sind nicht so ehrenlos wie letztes Mal. Viel Spaß mit der XXL-TikTok-Folge. Das Video ist die letzte TikTok-Reaction, bevor ich in den Urlaub fliege. Wir reagieren auf die TikToks, auf die ihr mich markiert habt. Chat, ich kenne das oder ich auch nicht mehr. Oder es fängt mit einer Taube an. Aufbau einer Taube. Kamera, Wireless-Antenne, CP... Was? Mike? Speaker, Batterie? Tauben sind... Spionagewerkzeuge? Was? Sie laden... Was? Ich will's doch lesen, Mann! Sie laden... CDU will nicht, dass ich das lese. Achtet jetzt, Chat. Ich wechsle das Bild. Jetzt. Die CDU... Olaf Schurz! Tauben sind Spionagemittel! Ich will mich darüber informieren und... Es geht einfach weg! Es geht einfach weg! Ich sag euch ehrlich, so eine Edit, da fehlt was. Da fehlt was. Das Lied ist gut und so, und aber der Freistoß, dann einfach Bilder... Zu wenig. Heutzutage verlangen wir was von einem Edit, wenn wir eins sehen. Na cool. Ey, wie können wir von Weihnachts-TikToks auf eine Kuh in einer Kfz-Werkstatt wechseln? Könnt ihr mich nicht auf so vernünftige Sachen markieren? Ich... Ach du Scheiße! Ey! Deswegen sind Kühe in manchen Ländern heilig. Für die Umwelt machen die diese Motorräder kaputt. Die setzen ein Zeichen und wir checken das nicht. Wir checken das nicht, Chat. Versteht ihr? Die Kühe zeigen so, ey, die Umwelt. Leute, unsere Kinder, unsere Ding. So Bock auf ein Steak gerade, ne? Oh Mann. Nusret, Chat. Oh! Pass auf, können die auch so schlagen wie so Pferde? Ich würde nicht hinter einer Kuh laufen. Wobei Kühe kacken vielleicht einen eher an, oder? Was macht die Kuh? Ich schwöre, die suchen irgendwas. Ich habe das Gefühl, die suchen irgendwas. Hey, da lang. Das ist so eine Gang oder so. Wisst ihr, wie ich mein, Chat? Hier lang. Top-Kuh. Hier lang. Top-Kuh. Geh da raus. Er redet mit denen. Das ist crazy, Chat. Hier lang, da, geh mal da raus, bitte. Raus! Ich hoffe, die antworten. Okay, und was mit meinem Auto? Darf ich das nicht mitnehmen? Los! Hopp! Los, richtig! Du auch! Hopp. Rückwärts! Rückwärts! Hopp! Hopp! Los! Wie ruhig er aber geblieben ist. Er wird sogar ein bisschen sauer. Los jetzt, langsam nervt. Weiter raus. An der Autos glaube ich gar nicht so weit, ne. Wenn man eine Kuh findet draußen, darf man die behalten? Dürfte ich so, wenn ich eine Kuh draußen finde, so mit nach Hause nehmen? Ich schwöre, Kuh zu Hause wäre krass, Chat. Ich müsste ihr ein bisschen Weizen geben. Wie bei Minecraft. Und dann hätte man so durchgehend Milch einfach. Man braucht nur einen Eimer. Oder so, man kann locker auch in ein Glas machen. Ist Milka Schokolade von einer Kuh, Chat? Also hat eine Kuh auch irgendwie Schokolade... Nee. Hat die Kakao? Nee. Wovon was ist... Ja, aber von einer lilanen. Von was ist von einer Kuh die Milch? Ist in der Schokolade drin oder ist da... Oder kommt aus Milchschokolade? Nein. Hä, warum ist eine Kuh überhaupt auf Milka drauf, Chat? Macht gar keinen Sinn. Warum ist da nicht irgendwie so ein Humpa-Lumpa oder so? Mit diesen Kakaobohnen. Ich schwöre, wird mehr Sinn machen. Was wird noch mehr Sinn machen? Ein Baum einfach. Ich schwöre bei Gott, so ein Wald. Warum ist eine Kuh bei Milka? Die sind so dumm, Digga. Das gilt, was? Hey, was? Bruder, gibt das keine Karte? Gewesen. Boah, das kann nicht real sein. Dass er sich dann hinschmeißt? Quasi wegschieben, damit der Freistoß ausgeführt werden kann, dann... Was hat er bekommen? Ich würde gerne wissen, was er bekommen hat.
Nur für diesen Monat Ferrari F8 Spider voll Carbon. 24.490 Euro Festpreis. Oh, jetzt ein bisschen was kaputt, ne? Wie sieht's denn von vorne aus? Ah, kann man nicht so wie heißt der nochmal? Dave. Ich kaufe den günstigsten Ferrari. Dann ich bereite den so zusammen. So, wisst ihr, ich mache Opel Corsa Motor einfach rein. Und dann verkaufe ich den wieder bei eBay. Für 2 Euro mehr. Leute schreiben Motors sogar hinten. Also geht das sogar. Bro, schreibt was falsch. Dankesbrief. Danke, Bro. Dankesbrief, Dankesbrief, Dankesbrief. Minecraft in Minecraft. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, let's go. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Ey, das ist viel krasser als das letzte Mal, als wir was gesehen haben. Alter! How would you decorate the space? Boah, ich würde da auf lustig einfach eine Toilette hinpacken. Glaube ich. Nee. Oder was ist das? Der Mann wird kein Innenarchitekt. POV, du schaffst eine Strecke in 60 Minuten, obwohl Navi eine Stunde angegeben hat. Herz schneller schlagen lässt. Die Performance oder... Bro, I got Riz. The Riz? Der Riz jetzt schon mal. Er ist am Kacken gerade, ja? Er macht noch nicht mal was, sondern er ist am Kacken, Chat. Das ist ein Problem. Die Mädels gucken ihn an, er hat schon gekackt. Amazing. Never back down. Never give up. Yildiz, Kennern. Ey, kleines Feedback, wer mir schon geantwortet hat. Ich habe ja nach Trikots gefragt, ne? Bis jetzt. Geantwortet, Benny, Karim von Frankfurt, Marcel Wenig, Mukoko, das war's. Das waren halt die 10 Safen, ne? Ich will eigentlich noch einen, der mir einfach so geschrieben hätte. Checkt ihr? In case I don't see ya. Do you think he knows? Good afternoon, good evening and good night. Oh shit. Er hat einen Pimmel gemalt. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening. Lacoste-Ohrringe. Einfach ein Mini-Krokodil, oder? Entex, danke für den dritten. Wir in 30 Jahren. Was spielt der? Clash of Clans. Oh. Stark. Stark, sehr stark, ernst. Hey G's, Marco Reus hier. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Endlich in LA angekommen. Freue mich auf LA Galaxy. LA TikToker auf LA Galaxy spricht Deutsch. Freue mich bald meine Teamkollegen. Aber wie heißen die LA Galaxy Fans einfach G's? Was ist das denn? G's. Los Angeles immer noch Gang-affiliated? Was geht denn hier ab? VGs. Marco Reus hier. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Endlich in L.A. angekommen. Freue mich auf L.A. Galaxy. Er spielt gegen Messi, ne? Marco Reus gegen Messi. Sehe ich hier gerade richtig, dass Borussia Dortmund mir geschrieben hat? Freunde, ich habe da so eine kleine Befürchtung. Erinnert ihr euch noch an meinen Trikottest beim BVB? Da haben wir uns ja im offiziellen BVB-Shop ein Trikot personalisieren lassen. Hinten drauf dann ewiger Zweiter geschrieben. Und weil auf der Webseite dann keine... Das hat einfach geklappt. Fehlermeldung kam, habe ich das Trikot so bestellt und jetzt sehe ich einfach in meinen DMs eine Nachricht von Borussia Dortmund. Hey Daniel, wir haben dein neues... Lackschuh ist ein guter Content Creator, ernst. Also ich kannte die Videos auf Englisch, mit wo die so Trikots bestellen und Sachen draufschreiben. Die Idee ist geil. Aber generell auch seine anderen TikToks sind gut. Die hat ganze Streamer-Setup und sagt danke für die Rosen und so. Zusammen.
Der hat einfach Kinderwagen für Streamer-Setup. Die ist live auf TikTok in Bahn. Das ist crazy. Ich habe noch nie so riesen Hunde gesehen. Sind das Skinwalker? Nee, das sind deutsche Doggen. Hey. Hi, was geht denn ab, Alter? Wie heißen die? Scooby-Doo und AC/DC. Ich habe noch... Bruder, er hat gelacht, als hätte er eine schlechte Note und es wäre seine Lehrerin, Chat. Oh mein Gott. Alter, Bruder. Das Ding muss doch kilometerweit geschlagen sein. Er hat Karma des Grauens kassiert. Cucurella Karma. Wisst ihr, zum Beispiel, nachdem Spanien den Titel geholt hat, hat Morata gesagt, wo ist Musiala? Cucurella hat dann auch was gesagt zu Haaland. Hört mal zu. Warte. Also er sagt jetzt, Haaland, du solltest besser zittern, wenn Cucurella kommt. Also wenn ich das jetzt richtig mit meinem Breakdancen Englisch verstanden habe, aber sollte passen. Das ist Spanisch. Lustige für unsere Powerlocke ist, er spielt gerade gegen Haaland und ratet mal, was passiert ist. Das Lustige daran ist, Haaland hat nicht nur gerade das 1-0 geschossen und City hat dann gepostet extra ein Bild von Haaland, wo der sagt, ruhig, sondern er hat das Tor geschossen gegen den Torwart, gegen den Außenverteidiger Cucurella. Er hat Cucurella richtig alt aussehen lassen, hat den bei Cucurella versucht noch daran zu kommen, hat einen Bodycheck von Haaland bekommen. Haaland den betrachtet wie die gemischte Tüte und dann hat Haaland das Tor gemacht. Was los, Cucurella? Hä? Siehst du irgendwie traurig aus? Irgendwie, ich dachte, man soll zittern. Ja. Geil. Gute Laune bekommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oder ich sage immer, jeder soll machen, was er will, solange er Spaß hat, aber er soll aufhören. I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular Chosen. Wer hat den Sound gemacht? Wer hat den Sound gemacht? Was ist das für eine Location und was ist das für ein Auto? Oder alles ist verrückt an dem Video. Ja, der ist nicht echt. Der ist auch nicht echt, oder? Kein Wort, Digga. Ich schwöre, könnte zu diesem Zeitpunkt einfach AI sein. Ey, wisst ihr noch, als wir dieses Video bei Cameo gemacht haben, wo ich so von Giorgio Chiellini und sowas Grußvideos bekommen habe? Alle dachten, das wäre wär AI. Oder AI ist schon so gut dieses heutzutage geworden, dass Leute immer direkt annehmen. Muss AI sein. Day 9 Making. Warte. Wait, Reelin Truncation Video. Meint er eine krass reale Transition? They won't accept him. They started attacking him. Oh nein. Finally leaving him alone. Bro, the green are helping him. Warte, um ehrlich zu sein, könnten die hier auch gerade was anderes machen, aber egal. Ja, die helfen ihm. They started planning an attack on Orange. Attack day. He went in early. Oh, das ist das. He cut him in half. It's happening. Cops came. Arrested. Fleeing. Safe. Kissing? Bro, what the? Düsseldorf hat gegen Galatasaray gewonnen. Warte mal, warum steht hier? Ach, Galatasaray Istanbul. Ah! Oh Mann! Oh Mann! Man, shut your bitch ass up! Düsseldorf hat gegen Galatasaray gewonnen. Warte mal. Oder die Liga hat gerade erst angefangen, das zählt nicht. Alright, y'all, I'm about to jump over my iShow speed car. Second person in the world, come on. Oh. Muchas gracias, aficionado. Que mira, bobo, que mira, bobo. Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Tranquilo, tranquilo, Leo.
Bruder Messi sah richtig real aus, Digga. Wie krass ist dieses Video gemacht, bitte? If I've times 10, so you get. Oh. 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 Some outcome. Oh, oh, oh. What else is in it? For fuck's sake. Er schreit jetzt. Ich dachte, er schreit, weil da was Krasses passiert. This is Sunday League. Hätte ich eigentlich geguckt, aber war Werbung, Chat. You guys finest. Hey lads, as the gaffer, I want you to be number one. Who is back on the training? That's it, lads. What the fuck are you doing? What are you doing? Hey bro, what are you doing? I ref, that's a card. I ref, das kenne ich, das Video. Das kenne ich schon. Hello, Xeroskai1. I'm here to tell you, you are the biggest Ohio Sigma Skibidi wrestler ever. And I wish you... Good. Warum hat er nicht leck my Eier gesagt? Das war ihm zu viel, aber Skibidi Riss geht. POV Klingelstreich geht schief, er macht auf. Versuch es gar nicht erst, Bursche du. Bursche du. Einfach Bursche du. Bursche du. Oh, er ist wieder aufgetreten. Er hat mehr Auftritte als ich, eiskalt. Bruder, wie süß ist dieser Junge, dass er auch immer den einen Song performt. Kann er wahrscheinlich einfach auswendig gelernt. Julian Alvarez. W's, W's in den Chat für den Jungen. Von Manchester City zu Atletico Madrid gewechselt. Ich esse seinen Arsch. Ja, Leute, ihr habt es sicherlich mitbekommen. Julian Alvarez ist zu Atletico Madrid gewechselt für ganze 75 Millionen. Davor war er jahrelang bei River Plate und hat da einen guten Fußball gespielt, der kleine Argentinier mit seinen 1,70. Er hat das auf eine Minute gezogen. Ich esse seinen Arsch auf eine Minute gezogen. Fans, liebes Fußball-Deutschland. Er hat auch ein Video gemacht. Der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hey Chad, wisst ihr, was das Problem ist? Ich find's nicht nur schade, dass er gegangen ist, sondern ich fühle mich wie ein alter Opa. Jeder Fußballer, mit dem ich aufgewachsen bin, hört langsam auf. Was ist das? Diese ganzen krassen Stars. Diese ganzen Banger an Fußballer. Lamine Jamal. Jude Bellingham, zähl sie alle auf. Die sind alle jünger als ich. Bruder, die sind die Fußballstars, die neuen. Was bin ich? Ich spiele Minecraft. Ich spiele FIFA. Ich reagiere auf TikToks. POV, so sieht Frauenkacke aus. Digga, das Ding ist, manche checken nicht, dass Frauen nicht lecker kacken. Frauenkacke ist schlimmer als Männerkacke. Wisst ihr warum? Ich sag euch warum. Frauenkacke ist schlimmer als Männerkacke, weil bei Frauen erwartet man das nicht. Bei einem Mann, Bruder, wir sehen nach Kacke aus so. Wir machen das, was wir sind. Bei Frauen wird enthüllt, was sie sind. Sie sind auch Kacke. Frauen sind auch Kacke. Überlegt's mal. Mit Make-up, so Parfüm und so, die riechen so süß und so dabei. Die kacken auch. Das ist der Beweis. Wir Menschen sind alle Kacke. Frauen kacken, Männer kacken. Wir machen das, was wir sind. Kacke. Aber bei Frauen ist schlimmer, weil die tun so, als wären die süß und so. Ihr kackt auch. Deine Kacke riecht nicht besser als meine. So. Wobei, die Kacke von meinem Vater ist schon schlimmer als die von meiner Mama. Ich sag euch ehrlich, die von meinem Papa? Oh. Wenn ich aufs Klo gehe, nachdem mein Vater auf Klo war? Kann schon schlimm enden. POV Hamed Loco, wenn er 40 Jahre alt wird. 6 mit 100 Bits. Der sieht doch nicht aus wie ich. Ich dachte kurz, dass es wirklich Hamed ist. Oh, Bruder, wo? Oh. Dachte wirklich kurz. Hamed, wenn es kein YouTube oder Twitch gäbe. Twitch lief nicht. Was ändert es denn an meinem Aussehen, wenn Twitch nicht läuft? Was ändert das an meinem Aussehen? You can't transition. Ich sag euch jetzt was. Ohne Twitch, komischer Call, ich würde besser aussehen sogar. Ohne Twitch, ich würde besser aussehen. Hä, wäre ich arbeitslos, würde ich besser aussehen. Warum? Ich hätte mehr Zeit für Sport und so, um auf mich zu achten. Bevor ich angefangen habe mit YouTube, war ich gesünder auf jeden Fall. Jetzt, Chat, ich habe so dicke Bauch und so. Und so. Auch gute Gött. Früher. Ich war schon strammer, ich sag euch ehrlich. Also ich sage, durch YouTube, ich sehe ein bisschen schlechter aus, weil ich kann chillen. Ich bin dankbar für meinen Job, aber das macht mich nicht hübscher. Das macht mich eher hässlicher. You can't transition makeup. Bruder, er sieht aus wie mein albanischer Kollege. Dietmar. Der muss doch Albaner sein, oder?
Jordan und Sammy mit Traktor im Zimmer. Ich bin gespannt, was heute passiert. Wenn sie nicht lügen, heute Panzer. Wenn sie nicht lügen, Chat. Bitte. Ganz NRW am Mittwoch. Sei leise. Ich hab dir gesagt, sei leise. Ich hab gesagt. Was ist denn Mittwoch? Sei leise. Kampf. Was ist denn Mittwoch? Schule. Habt ihr ab heute wieder Schule? Hattet ihr gestern wieder Schule? Vorgestern? Oh nein. Als ob. Oh nein. Als ob ihr alle Schule hattet. Oh mein Gott! You mentioned Impact. Your trademark Here We Go Impact has been sensational, but now there's a wave of a lot of young kids both serious in the idea of being. Was ist besser? Here We Go oder Leck meine Eier? Journalists and maybe just doing it for fun, but there's phrases like "there we land," for instance. Have you heard about anything like that? Yeah. I saw that. It's quite funny, and I'm happy when I see that people like the impact of a trademark on the market. Actually, because the Here We Go was completely random, was not something planned with an agency or something like that. So it was completely random together with the fans. So it's funny to see that there are these kind of things around today. Ich wollte dieses Parfüm schon so lange haben, so lange. Dann habe ich es mir mal gekauft. Ist ein Edit. Und dann erzählt sie mir einen Tag später, ist es ihr runtergefallen. Wen juckt's, Digga? Scheiß auf dich und dein Parfüm! Sie weint wegen ein Parfüm, oh mein Gott! Ist das Gott? Das hat so gestunken danach, ne? Es gibt Wichtigeres. Das ist aber schlecht. Meine Ohren sind geplatzt einfach. Es war voll leise davor. Harry Potter Turkey Edition. Goodness. Yo. Normal, Chat. Normal. Türkische Version von Harry Potter. Einfach nur mit Beleidigungen irgendwelche Zaubersprüche raushauen. Warum sieht er so aus wie der eine von Brawl Stars? Warum sieht er aus wie Bull von Brawl Stars? Der Arme dachte, aus Himmel redet jemand mit ihm. Digga, nicht hier. Nein, nicht hier. Geh andersrum. Geh so rum. Hier. Ajay. Wer redet mit mir? Ich, hier. Du musst dahin, ja. Du musst dahin. Danke, ja, genau. Wie es ihn auch nicht jucken würde, wenn er gegen die andere Wand pisst, solange er nicht gegen seine Wand pisst, Chat. Berlin ist voll geil. Achtung, Berlin. Hier, ein Spalt. Da kleben die nämlich genauso einen Aufkleber hier oben drauf, dann sieht man das nicht. Dann kommst du als Ahnungsloser, sperrst dein Fahrrad ab und dann ziehen die das Schloss hier einfach raus und laufen damit davon. Berlin ist voll. Was redest du, Bro? Das heißt, die Fahrräder, die hier sind, sind einfach unsicher, weil man die einfach rausziehen kann. Außer sie sind zusammen abgeschlossen. Selbst dann könnte man die dann zusammen wegnehmen. Wie ich wütende Feministen beruhigen würde. Wie, ich bin frauenfeindlich. Ich habe eine Mutter und eine Schwester, das kann nicht sein. Wie, du hast deine Tage? Bah, ist ja ekelhaft. Bring die mal jemand raus. Hör auf davon zu reden. Süße, hör auf zu weinen. Wenn du lachst, sieht das viel besser aus. Teiche. Okay, das, was du sagst, macht vielleicht Sinn. Aber der Forscher in meiner Heimat hat herausgefunden, dass das Gehirn einer Frau nur so groß ist wie das von einem Eichhörnchen. Wie erklärst du mir das?
Frauen mehr Rechte haben sollten. Hey, du bist gerade voll sauer. Wahrscheinlich, weil du wieder Stimmungsschwankungen hast und deine Tage. Hey, Baby Girl. Ich verstehe das Video nicht mehr. POV? Man wollte einmal wieder auf eine Minute strecken. In Deutschland Fußball spielen. Letzter Schuss! Nein, nein, da kannst du nicht. Oh ja. So, jetzt ist es ganz schnell raus. Er hat aber noch seinen Ball gesaved, Chat. W ist in den Chat, er hat noch seinen Ball gesaved. Warum sind denn die Flutlichter da noch an? POV, man will in Deutschland... Warum sind denn die Flutlichter an? Ey! Kleiner Mistkerl, nimmst du die Finger von meinem Sohn? Roten weg von Justin Kloot. Ach, ach, sie sind also der Vater. Kein Wunder, dass der Junge keine Manieren hat. Komm, komm. Machen die gerade ein bekanntes Meme nach? Ich kenne das Original nicht. Boah, jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Ey! Ich kannte das Original nicht. Wenn du die richtige gute Vater-Sohn-Beziehung. Wenn du das erwähnst, kriegst du diese 20 Euro. Aber krieg ich das Geld wirklich? Ja, du kriegst das wirklich. Du kriegst den nicht, ne? Ja. Deine Taschengeld ist zu Ende. Glaub mir. Okay. Pech. Links, rechts, ja. Links, ganz rechts. So. So, jetzt diese. Ja. Was mit dieses Geld? Hey, du kleine Uhr. Wenn du die richtig... Digga, ist das sein Vater? Ey, Bruder, was? Du kleiner, was? Was hat dein Streamer mitgeweint? Erinnerung. Er ist die schlimmste Krankheit, die es gibt auf der Welt. Ich kann mir das nicht angucken, Jet. Sorry. Das bekommst du für knapp 1,3 Millionen Euro in Paderborn. In dieser Küche wird auch... Ah, das kenne ich. Ich... Das bekommst du für... Ich kenne die Immobilie auch. 1,3 Millionen Euro in Paderborn. In dieser Küche... Ich hab die Immobilie schon gesehen. Ich kenne den Immobilienmakler. Da, ja, ich habe mir ein Haus vom Immobilienmakler angeguckt, aber nicht das hier. Der hat mir das auf seinem iPad gezeigt. Ich dachte, Bruder, keine Geld, Bruder. Diese nicht. Er sagt so, boah, Bruder, das hat das hier aber, das hat aber das hier. Ich so, Bruder, 1, boah, ich habe diese Geld nicht. So, ich habe dann so zu ihm gemacht, als er mir das vorgeschlagen hat. Bitte ein bisschen kleiner. Eine kleine bisschen kleiner, bisschen nicht diese. Hier wird auch der größte Macho-Papa zum Chefkoch. Mit stylischer Dunstabzugshaube und der Kaffee aus einer Hightech-Kaffeemaschine. Familienessen. Warum hat er seinen Finger reingesteckt? Im Essbereich. Boah, hätte doch Mama lieber gekocht. Magengrummeln im Wohnzimmer. Modern geschnitten, auch für größere Anlässe. Oder auch für Zeit allein. Mit Musik am Kamin. Unreal geprüft die Master Suite. So groß wie manch eine Wohnung. Komm mit. Angefangen mit der Ankleide von Tischlerei Wippermann. XXL-Dusche mit Dornbracht-Armaturen. Apavisa-Fliesen im gesamten Badezimmer. Und eine Badewanne für die... Der Mann hat ehrlich reingekackt, ne? Als er das hat bauen lassen. Die ganze Familie. Und jetzt ist Ruhe. Papa will Sportschau gucken. Auf dem Fernseher mit Fernsehlift. Und die Master Suite hat sogar einen eigenen Balkon. Total privat. Und bei den Nachbarn herrscht echt Totenstille. Und zuletzt die Sauna. Er macht... Oh mein Gott. Was zur Hölle? Er macht Werbung einfach. Also, er sagt einfach, wo das ist mit Friedhof und so. Ey, Chat, stellt euch mal vor, angenommen, ich hätte ich hätte diese Immobilie geholt und irgendwer hat einfach auf TikTok gepostet, so, wo das ist und so. Stellt euch mal vor, ihr guckt so TikTok, ihr scrollt so, hä? Haben jetzt neues Haus? Mit Adresse und alles. Die ist zwar kein Smart, aber auch ein Zweisitzer. Hanan, du als Makler von dem Haus. Nee, hey, das ist der Hanan. Da waren wirklich so Paderboring? Nee, eher Pader Brooklyn. Pass mal auf. Hier gibt's Wellness, Kurort oder Badesee. Alles schön und gut, Hanan, aber ich brauche mehr Action. Ja, dann komm mal mit. Fang mich doch, du Eierkopf. Mr. Unreal, jetzt gibt's Hausarrest. So, das hast du davon. Hausarrest in einem der drei Kinderzimmer. Komm vorbei, Kalle. Papa haut eine Wurst auf den Grill, weil Frau und Kind sind bei den Schwiegermonstern. Und zwar nebenan, in der Einliegerwohnung. Aber bei einer Familie kommt's nicht drauf an. Elias, danke für den ersten. Einfach noch eine Wohnung drunter. Oh, und wie ihr wohnt. Sondern, dass ihr zusammensteht. Aber hier wohnen wäre schon nicht schlecht. Was fandest du Unreal an dem Haus? Krass.
Krankes Haus auch. They're completely scripted, but the contestants are not random subscribers. Das habe ich schon gesehen. Mr. Beast faked seine Videos. So many people had jobs. Oh, that contestant had to get out for her job. I guess you forgot she's your hiring manager. I actually recognize a lot of people in this video, including Jimmy's own girlfriend. So yeah, the random subscribers you see in challenges are actually never random. What? Es sind einfach keine Abonnenten, die Mr. Beast zu seinen Videos einlädt. Chat, stellt euch mal vor. Maybe füllen die aber auch nur auf, aber ich kann Mr. Beast nicht mehr in Schutz nehmen gegen die, nach diesen Videos gegen ihn. Ja. Warum lässt sie los? Warum lässt sie los? Warum? Wir haben Edis gefunden in Sri Lanka, Leute. Das ist, can you say Edis der Schmale? Say Edis der Schmale. Yes. Der Schmale. Yeah. Yeah. Edis von Sri Lanka, Leute. What? Liebe Grüße. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much. See you. Digga. Hi, my Edis. Bro, guck mal, nein, meine Community ist tot. Wo, auf was für TikToks markiert ihr mich? Ehrlich, so Müll, dass ihr auch alle einen Müllhumor habt? Haben wir alle einfach Müllhumor? Das kann nicht wahr sein. Beste Freunde seit Kindheit an. Und jetzt verfeindet. Leck meine Eier. Präziser kann ein Schuss gar nicht sein. Präziser kann ein Schuss gar nicht sein. Was war das für ein W-Shot? You are watching a master at work. Ich bei der Gamescom, Chat. You are watching. Oh shit. Colombia. Yo soy Pablo Emilio Escobar. Ba, 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 da. Hallo Leute, unsere Nachbarin hat sich ein neues Handy gekauft, ein iPhone 15 Pro Max. Also beim ersten Anblick dachten wir auch, das wäre original. Ja. Wir sollten jetzt nur die Einstellungen machen und schaut euch das jetzt mal an. Jetzt versuche ich. Ja. Apfel-ID einzugeben. Apfel-ID! Betrug, kauft euch niemals iPhones vom Flohmarkt. Wer kauft sich ein iPhone vom Flohmarkt? Das sollte eigentlich Apple-ID stehen, aber... Guck dir mal Tastatur an, Android. Oh mein Gott, hast du gesehen? Guck mal, 27. 25. Also deswegen kauft euch niemals... Wir haben sogar... Wir haben kauft euch ruhig ein... Handy vom Flohmarkt, aber dann testet es doch vorher aus. Sogar Google Play Store, Leute, das hat man ja normalerweise nur bei Samsung, okay. Ne? Nur bei Samsung, bei Android. Warte. Nee, geht auch nicht jetzt. Ihr seht ja auch, wie das hängen bleibt die ganze Zeit, deswegen kauft euch niemals ein Handy von Flohmarkt. Wie die Eis echt? Das ist eine bulgarische iPhone. Warum bulgarisch aber jetzt? Warum wurde ganz Bulgarien in den Dreck gezogen? Was heißt das? 18 zu 0 ist verrückt. Das ist die Uhrzeit, nicht der Spielstand. Ach so, dann 5-7 oder wie? Oder ist er dumm? Ist Erik dumm? Hier steht noch 5.7. Das seht ihr gerade nicht, Chat. Erik, ehrlich, einfach ein bisschen dumm. Ist das krass. ApoRed weint, weil ApoRed weint, weil ApoRed weint. Das macht keinen Sinn. Eigentlich müsste der ApoRed als erstes weinen, der den Reactor ApoRed zum Weinen bringt, der den darauf reagierenden ApoRed zum Weinen bringt. Es ist einfach komplett falsch rum. Also sie reagieren auf das obere Material. Es hätte falsch rum sein müssen. Andersrum. Er hat wirklich Geld gebraucht, oder? Jetzt nicht mal nur auf eine Minute gestrickt, sondern eine Minute sechs. Aber warum haben wir ihm überhaupt Geld gegeben?
Digga, ich hab das nicht hochgeladen. Warum hat das 8500 Likes? Welches Lied? Das neue. Welches neue? Das mit Avi. Oder flachst mich nicht. Doch, ich schwöre, Dawsi Malik sogar. Ey, ja, kann doch nicht sein. Irgendwer, Digga, dem du das Lied geschickt hast, hat das weitergeschickt, oder? Ich schwöre, ich hab's keinem geschickt. Außer Michael und Nile. Was? Ich hab's nur Nile und Michael geschickt, aber die haben's nicht weitergeschickt. Bruder, sag dein Hemdwalz, die kriegen auf jeden Fall Orla schon. Ich, die waren das okay. Bestimmt nicht. Bruder. Hast du das vielleicht wen anders auch noch schon geschickt? Bruder, ich hab's niemandem geschickt, außer dir, Bruder. Ich küsse dein Herz. Hm, warte mal. Und Avi, Bruder. Ich glaube nicht, dass Avi weiterschickt. Ich glaube, das war Avi, Bruder. Das kann nicht sein, Bruder, ja? Ich glaube, Avi hat das heimlich im Release schon vorher. Bruder, ich glaube, du kriegst auf jeden Fall auch einen. Nein, Gian, ich schwöre, ich hab nichts damit zu tun. Hier, ich weiß, wie der Account heißt, den kannst du doch. Den, okay, pack dir den. Ich glaube dir. Ja, ja, ich glaube dir. Nein, du glaubst mir nicht, du tust gerade nur so. Und nach dem Stream krieg ich Ärger. Mein Schatz, alles gut, Bruder. Alles gut. Mein Schatz, sagst du nur, bevor ich Schläge bekomme. Bitte, Gian, ich war das nicht. Hier steht Sekuti. Bruder, wie konnte sich das Gespräch entwickeln? Digga, wie schief ist mein Kiefer? Wo ist meine eine Lippe links und die andere? Sieht nur so aus. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr weit links die eine Lippe und die andere. Und das war vorher nicht so. Is that one photo? Ja, ein Foto. Jung, Foto oder Video? Hahaha. Kindersicherung. Ey, du wolltest eine Pistole nehmen. Mike Singer. Step in die DMs, Attitude ist scheiß. Nachrichten überall, ich fänd Antworten nice. Harry Potter, Russian Edition. Wingardium Livium Liet! Tovayum! Job Tvayum! Jepa! Pashol na хуй! 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 Jobana Vrat! Babushka! Harry Potter Polish Edition. Wingardium Kurva! Bobr Kurva! I'm gonna keep it, keep it, keep it. Aber dafür darfst du nie wieder einen Sour Chip essen. Würdest du das machen? Ja. Du? Also ich persönlich nicht. Okay. Würdest du deine Mutter retten, wenn sie in Lava fällt und du kannst sie retten einfach so? Ich persönlich enthalte mich. Er kann was anderes sagen! Er kann was anderes sagen, Chat, ich hab... Ihr wisst nicht, wie... Wir werden jetzt nämlich zum Fußballtraining fahren und da sind wir nämlich richtig gut und da werden wir jetzt weiter Fußball spielen so und den Typen, wir werden ihn jetzt hier gar nicht mehr beachten. Leute, lasst euch nicht ablenken von Leute, die von anderen Leuten, die euch runterziehen wollen. Wir machen jetzt hier unser Ding und fahren jetzt erstmal zum Fußballplatz. Warum hat das Emir Mono repostet? Oh, Leute, let's go, da unten ist der Fußballplatz, da können wir jetzt endlich spielen. So, hallo Herr Trainer, hier, ich bin Ronaldo, ich würde hier gerne Fußball spielen. So, ja, gut, dann kannst du machen, haben ja kein Problem, aber... Sehr gut, ja. Es geht 4 Minuten 26. Er hat seit 5 Wochen dieselbe... Nummer 1. Oder ich sag euch ehrlich, Chat, also neben dem MMA-Sport, MMA ist mein... Du sollst auch essen. Ist Manik. Oh, der Mirror! Hey, this is Manik! Habt ihr das Video gesehen, wo Reason, ey... Mama, ich werd in 3 Jahre 18. Was schenkst du zu meiner 8... You just go down... Oh, 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 oh. Ich hatte eine V-Mini, du durftest eine Wie können Menschen... Oh mein Gott, Leute, meine Katze ist aus dem Fenster gefallen. Ich brauche Hilfe. Spider-Cut, bitte hilf... Oh mein Gott, Leute, meine Katze ist aus dem Fenster gefallen. Ich brauche Hilfe. Freiheit für Palästina! Free, free, Palestine! Free. Doch, wie viele Leute da sind. Free Palestine! Free, free Palestine! Stop the genocide! Stop the... Bruder, wieso sagt keiner was? Genocide! Stop
the genocide! Stop the genocide! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina! Ja, wenn die gehen, in ihr Heimatland zurück. Das sage ich den Israelis auch. Ich find's nicht mal, also ich find's schon schlimm, aber okay, dass keiner was sagt, aber dass dann am Ende Leute rassistische Bemerkungen machen, weil sie das zu laut finden. Bruder, dich nervt das, dass gerade irgendwer in dein Ohr schreit? Andere Leute hören Bomben. Neben anderen Leuten sterben Menschen. Gehen Menschen in die Luft? Bruder, halt deine scheiß Fresse. Der kann Freiheit für Palästina in dein Ohr schreien, solange er möchte. Deinem Ohr geht's gut. Du lebst in Deutschland. Halt die Fresse. Halt einfach deine Fresse. Einfach die Fresse halten. Wenn du schon nichts dazu beiträgst, dann halt einfach deine Fresse. Kann man rassistisch werden aufgrund dessen, dass irgendwer Freiheit für Palästina ins Ohr schreit? Sagen, nee, das muss jetzt nicht sein. Was? Einfach mal Fresse halten. Bruder, manche Menschen würden sich so viel besser tun, indem sie einfach mal die Fresse halten. Ich schwöre. Es gibt so viele Menschen, denen wird das so gut tun, wenn sie mal die Fresse halten würden. Einfach die Fresse halten. Ich bin bereit, den Tag in diesem Outfit zu rocken. Wie gefällt dir das Outfit? Lass es dir gut gehen und mach dir einen schönen Tag. Ich hab keinen EA-Pass. Mann. Faro hat einen EA-Pass. Ich könnte theoretisch hingehen und sagen, ich bin Faro, oder? Ey, Chat, Real Talk, ich hab nicht mal Bock, dass diese Clips viral gehen, Chat. Ich hab Angst, dass EA das sieht und ich doch noch Probleme irgendwie bekomme. Der ist vegan. Schwarzer Veganer, das gibt's nicht. Wie soll das gehen? Wie, du isst kein Chick? Magst du auch kein Wassermelone? Echt nicht? Boah, Scheiße. Mit wem reden die denn? Mit wem reden die denn? Irgendwer hat dein neues Lied geleakt. Meine Schuhe sind da. Die Salbe aus Amerika. Das Er sagt, er. Nee. Hurricane Ernesto steuert Europa an mit Folgen für Deutschland. Hey, Mann. Er sagt, er kriegt jede Chaya, dieser Idiot. Mandela chiatet auf Alpha. Ich saß so. Hab, ja? Du bist jetzt Adam, ich red mit dir. Okay. Und Adam plötzlich nur so. Ja? Ich guck rum. Und dann läuft er da mit seinem Handy, dem Beutel und macht so Hallo-Zeichen zu uns. Wie? Aber das machst du doch nicht random. Als Mbappé sagt, du musst mir das bitte in Einzelheiten erklären. Das ist jetzt für mich. Das Ding er ist aufgestanden, sieht da so zwei Jungs sitzen und er macht Peace rüber zu euch. Da weißt du gar nicht, wer ihr seid. Ja, aber da, wo du sitzt, da, wo wir waren, das war dieser Bereich, wo du weißt, dass das Leute sind von jemandem, der da spielt, der in deiner Mannschaft ist. Weißt du, was ich meine? Okay. Das heißt, du bist Family und Friends drin. Das heißt, die sagen aus Höflichkeit Hallo. Okay. Der hat dann Peace-Zeichen, hat so zu dir, und dann du bist aufgestanden. Ich bin erst Peace-Zeichen und er war schon quasi in die Tür rein zu, er musste zu irgendein Shooting oder so. Mhm. Und in dem Moment bin ich aufgestanden, hab gesagt, Frero, can we make a picture, please? Aber du hast Frero gesagt. Ja, aber richtig schlecht und auch... Warst du nervös? Oder an dem Bild, an mein Lächeln siehst du, wo ich mir gedacht hab, in dem Moment... Habe ich vorher, ich war im Tanktop da, ich hatte Angst, dass ich stinky bin. Das heißt, ich habe mich mit Parfüm gemacht, dass mein Achselschweiß nicht durchkommt, so wie ich da saß. Dann stehe ich da auf und ich wusste auch nicht, wie ich ihn berühren soll. Und ich wusste, ich habe nur einen Shot. Ich kann nicht blinzeln, nur lächeln. Frero heißt Bruder, oder? Guck mal, wie er zittert beim Erzählen sogar. Ja, und ich habe Frero! Und wo ich gesagt habe, Frero. Frero heißt nicht mal Bruder, Frero ist so Abkürzung so. Also so. Bro. Hat er so ein bisschen... Frero ist so dieses coole Bruder. ...gelächelt, aber ich wusste nicht, wie ich dieses Lächeln interpretieren soll. So. Yeah. Hat er geredet? Hat er mit dir geredet? Nee. Hat er ja gesagt? Hat er ja, er hat yes gesagt und dann habe ich noch gesagt gracias und dann ist er durchgezogen. Okay. Und mit Ada? Erzähl mir nochmal Ada genau. Boah, Ada war voll süß. Ada war so... Bruder, der Mann sieht aus, als wenn er gerade aus der Schule kommt. Ja, wenn du... Hinter uns, das ist auf dem YouTube-Video zu sehen, was ich gemacht habe, da war ein Fahrstuhl und da sind die alle immer rausgekommen. Also wirklich wie am Fließband, alle durchmarschiert. Ja, ja. Und auf einmal kam Ada und ich gucke ihn an und er kennt ja David, seinen besten Freund, und er geht zu Kobli und sagt, die reden ein bisschen, etc. Und dann sagt er zu uns, you're good.
zu mir und Adam. Wir so, yes, yeah. thank you. Und dann habe ich gesagt, Adam, can we make... Alter, Güler, Chef von Real Madrid. You good. Er geht so zu den Leuten, you good. Er checkt ab. Take a picture. Yeah. Und dann war zwischen uns so, da war die Couch, die war in so ein L. Und wir wussten nicht, wie soll ich jetzt drüber steigen oder steigt er drüber. Dann bin ich außen rumgelaufen und habe mit ihm Foto gemacht und habe dann noch gesagt, thank you. Aber du hast nicht so gesagt, Salam alaikum oder so. Oder, ja, nee, ich habe mir das überlegt. Ja, nee, aber ich dachte mir, die denken, was ist der Keck, der sitzt da oben, ja. Wirklich. Okay. Salamu alaikum wäre krass gewesen. Alter. Bruder, bitte. Schrei mir nicht nochmal ins Ohr, bitte. Ja, hallo, ich bin Arne, ich bin die coolste. Ich will Foto wollen, Digga. Ich will nicht Uro. Du bist nicht Uro? Steht hier. Ah, okay, sorry, bei Tobi, tut mir leid. Aber du darfst keine Bilder machen. Ne? Oh, du darfst Skyline. Nur Skyline darf nicht. So großes Firma dürfen das irgendwie nicht. Nicht? Nee, also haben wir gehört, keine Ahnung. Ach, weil ja, sonst bildet sich so ein Mensch. Ja, ja. Wie bei Monte. Ja, genau. Das ist der Bruder von Uro. Aber wenn du mit Uwe ein Foto machen willst, dann bist du hier falsch. Ja, obviously, aber... Kannst du nicht mit dem Bruder mal ein Foto machen? Hält sie ja schon an? Jetzt muss ich. Hey! Okay, ja, ich bin dabei. Ja. Hast du meine Kameras? Digga, der Arme, er tut mir voll leid. Wer ist bei Tobi, aber sein Bruder? Du musst geil, Chat. Da ich keine anderen Freunde habe, nutze ich diese zwei Streamer aus. Mein Bruder, die fahren Mercedes und AMG und so. Da dachte ich mir, Bruder, da kann ich auch mal Gold diggern und gönn ihn, Bruder. Ach ja, und anschnallen nicht vergessen, dein Safety first. Ach ja, und in Madeira gibt es mehr Rentner als in Altersheim. Das seht ihr auch hier. Ihr braucht gar nicht zu lachen. So sehen wir Streamer bald alle aus, Bruder. Bald alle. Und hier ist dieser Skuros. Guck mal, der hat Haartransplantation gemacht, ne? Schaut mal. Ich habe ihnen gesagt, er soll in Istanbul machen. Ist günstiger, aber da hört ihr nicht zu. Ich war gerade dabei, diesen Baum anzugucken. Weißt du, wie groß der war, Bruder? Auf einmal, was sehe ich? Fahrende Blumenautos, Bruder. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Was ist das, Amanahoim? Dachte ich mir, was? Hä? Meine Kollegen waren genauso geschockt wie ich. Ich dachte mir, Bruder, was geht hier ab? Ja, reicht doch, Alter. Habe ich jetzt getrippt? Habe ich was geraucht? Auf einmal, ich sehe meine Traumfrau. Die winkt mir zu, Bruder. Ich bin gestorben von ihnen. Ich dachte mir, oh mein Gott, mein Lieblingstag. Bruder, auf einmal, ich sehe einen Churros-Stand in Madeira. Ich dachte mir, Bruder, ich will eins haben. Aber er sagt, nein, du bist zu fett. Du darfst nicht haben und so, Bruder. Dann war ich abgefuckt und dann hat er Schläge bekommen von dem Mann und dann musste er mir das doch kaufen. Der war aber auch abgefuckt dann trotzdem. Aber ich war glücklich, Bruder. Ich habe mein Essen bekommen und Bier, Bruder. Gib ihm was. Gib ihm, Bruder. Bad ist ich dem. Ja, genau. Ein Tag im Leben von jetzt an. To Santos FC, here we go. Deal is done for the Brazilian attacker to join Santos. So, Hamed Loco completes his move. Permanent transfer, no. Chat. Welchen Influencer magst du am wenigsten? Man weiß das eigentlich so aus meinem Mund, aber die will ich heute mal nicht nennen. Ich gehe mal auf jemand Neues ein, und zwar Hamed Loco. Digga, Bruder, Emir ist so ein Verräter, Chat! Hamed Coco. Also ehrlich, was er getan hat, guck mal, ich will das jetzt nicht im Video beschreiben, aber... Ich hab das sogar gesehen, was er getan hat. Ja, aber wir wollen das jetzt nicht im Video beschreiben. Nein, also vielleicht gehe ich gleich drauf ein, so in so 10 Sekunden, aber so eigentlich will ich nicht drauf eingehen, ja, was Hamed Coco gemacht hat. Erzähl mal, was er gemacht hat. Guck mal, ich war mit ihm im Creator Lounge, so, wir sind ja gut, so ich und Hamed Coco sehen uns was jeden Tag, so, wir sind sowas wie Best Friends, aber so, da hat er ein bisschen gekackert, geht gar nicht, also ich will nicht drauf eingehen, wieso? Hast du noch ein paar persönliche Worte an ihn? Hamed Coco, antworte mir, ey, ab und zu. Okay, und welchen Influencer magst du so? Ich hab ihn nicht auf gelesen gelassen. Ich weiß gar nicht, was er von meinen Eiern will. Diese Nachricht ist von mir. Er ist so am Kacken, ne? Am meisten? Oh, mein Bra, Bachelor Baby. Also, Bachelor Cocker Baby. Er hat mich verkauft, Chat. Er hat mich verkauft. So. Du, Taishit, so. Ich und er, wir sind so. Jör, wir sind so. Taishit, wir sind so. Die. Was ist deine Meinung zu Daniel Slump? Er ist mein Goat. Daniel Slump ist mein Goat. Mein Goat. Welchen Influencer magst du am wenigsten? Rapper, Döner, Frisur, Türkei. Döner, Frisur, Türkei. Keine Ahnung. Mert. Das ist Mert. Mert? Jawohl, Mert. Hä? Welcher Rapper bin ich? Wieso Mert? Döner? Ach, Boxerschnitt. Ah, ja, das war nicht mein Boxerschnitt, das war einfach generell Friseur. Instafe, danke schön für den ersten. What the fuck?
ich weiß nicht mal, was er krass fand. Den Lambo oder dieses Ultra All-Inclusive Club Car? Was fand er krass? Musste das Zuschauertreffen auf der Gamescom abgesagt werden. Über 1500 Leute waren da und ich krieg jetzt gerade eine Menge Hasskommentare. Und das erste... Du Hurensohn, hab extra Abendkarten für meinen Sohn für dich geholt. Sind 3 Stunden gefahren und mein Sohn hat sich so sehr gefreut. Bruder, welcher Vater schreibt so? Was ich sagen will, es tut mir wirklich leid, aber ich kann natürlich nichts dafür. Ich wollte unbedingt raus zu euch. Ich habe mich Stunden schon vor dem Treffen hingesetzt, 1000 Autogrammkarten für euch bestellt und schon vorher unterschrieben, damit möglichst viele von euch ein Autogramm bekommen und ich möglichst viele von euch auch erreichen kann. Habe auch mit jedem auf der Gamescom sonst direkt ein Foto gemacht, wenn er mich angesprochen hat. Was in Kadir mit deinem Foto? Es kommt sonst direkt ein Foto gemacht. Eles Italia. Wenn er mich angesprochen hat. Aber ich durfte nicht raus, weil es zu unsicher war, hat die Security mir gesagt. Es war einfach zu viel. Es wurde sehr viel gedrängt. Und da geht natürlich am Ende die Sicherheit vor. Da will ich niemanden von euch gefährden. Das kann ich auch gar nicht entscheiden. Das hat natürlich am Ende auch die Sicherheit einfach entschieden. Ich bin einfach sehr enttäuscht, wie wahrscheinlich auch viele von euch auch. Und ich will mich einfach nur bedanken, trotzdem, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich werde mir eine Entschädigung auch überlegen, dass ich wenigstens irgendwas für euch anbiete. Digga, wie lustig der Chat aber ist, Chat. Also alle campen einfach in den Kommis. Bin mit meinem Sohn 55 Stunden gefahren für nichts. 55 Stunden? Woher kommst du? Woher kommst du? Aus Japan? Bin auch extra gekommen und habe sich 2 Stunden gesucht, aber merkt ihr meinen Namen für die Entschädigung? Ja, moin. Ich bin extra mit meinem kleinen Sohn aus Pazifische Pool der Unzugänglichkeit, auch Point Nemo oder Wasserpool genannt, hergekommen. Ich werde fuchsteufelswild, hab 7 Monate gewartet. Bin 12 Stunden gefahren, komme nie wieder dahin. Bro, bin 79 Stunden gefahren für nichts. Digga, bin extra aus Australien gekommen. Digga, bin extra 9 Stunden 54 Minuten gefahren. Ich will Spaß haben in meinem Leben. Tschüss. Meinst du das ernst, mein Gesellen? Schau auf deine Mutter. Ich schau auf meine Mutter, jetzt verpiss dich. Ich will Spaß haben in meinem Leben. Dennis und Sido stellen Straßentrennung nach vor GTA 18. Wie haben Menschen alles erfunden? Wie Menschen aus so etwas sowas hier erschaffen haben soll. Hä? Wie? Ich bin ehrlich, die menschlichen Erfindungen ergeben für mich keinen Sinn. Wie hast du Bäume, Steine, Tiere gesehen und hast dich dann entschieden, ein Motherboard zu bauen? Was ist das, Digga? Das sieht aus wie ein Virus. Und warum... Jo, irgendwer hat Tiere gesehen und hat dann ein Motherboard gebaut? Junge, was geht in seinem Kopf? Steckt man da Metallteile zusammen und puff, man sieht dann Naruto laufen oder irgendein Mädchen twerken auf dem Bildschirm so. Hä? Das zum Beispiel war eines der ersten Computer, die wir jemals hatten. Und wie kommt man auf sowas? Wie nimmt man Metallteile zusammen? Was ist das? Sieht aus wie eine Operation. Und Digga, ich frag mich das schon die ganze Zeit, solche Apps zu erfinden wie TikTok oder Photoshop und so weiter. Man muss programmieren, um so ein Programm erschaffen zu können, okay? Man muss Photoshop programmieren. Photoshop spawnt nicht aus dem Nichts. Und ich denke mir, wenn man alle Programme programmieren muss, wer hat dann das erste Programm programmiert? Wie ging das? Wie konntest du ein Programm programmieren, ohne ein Programm zu haben? Menschen wurden früher von Tieren gejagt und getötet. Unsere Vorfahren mussten ganz weg... Halt mal. Geiles Lied. Ehrlich geiles Lied. Polizei Sebnitz hat ein Video zu gespeichert hinzugefügt. Oh oh. Oh oh, Bro. Einfach mal schnell löschen, Bro. Einfach mal schnell die Videos löschen. Du hast den neuen Champions League Modus immer noch nicht verstanden. Keine Sorge, ich erkläre ihn dir. Den neuen was? Ach, Champions League Modus. Das Wichtigste zuerst. Das Wort Gruppenphase können wir komplett League Wortschatz streichen. Von jetzt an treten die Teams nämlich erstmal in einer Ligaphase gegeneinander an. Statt 32 spielen 36 Mannschaften im Turnier. Wer dann wie weiterkommt, klären wir gleich. Erstmal stellt sich die Frage, wer spielt denn überhaupt gegen wen und wie oft? In der Vergangenheit gab es in der Vorrunde ja 6 Spieltage, je Hin- und Rückspiel gegen die anderen Teams aus der Gruppe. Jetzt gibt es 8 Spieltage und zwar gegen 8 unterschiedliche Gegner. Und wie wird das Ganze ausgelost? Es gibt 4 Lostöpfe mit jeweils 9 Teams. Jeder Club wird gegen jeweils 2 Teams aus jedem Topf gelost und hat dann am Ende 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele. Die Folge davon, viel mehr Topspiele. Die Champions League Auslosung seht ihr übrigens am Donnerstag ab 18 Uhr bei uns auf den Kanälen Instagram, TikTok und YouTube. So, Vorrunde.
da abgefrühstückt. Aber kommen dann in der Tabelle die ersten 16 Mannschaften einfach ins Achtelfinale? Nein, denn es gibt noch eine Zwischenrunde. Die ersten 8 sind automatisch fürs Achtelfinale qualifiziert. Bevor das dann aber stattfinden kann, treffen in dieser Zwischenrunde eben die Plätze 9 bis 16 auf die Plätze 17 bis 24. Und die Sieger dieser Spiele treffen dann eben im Achtelfinale auf die Plätze 1 bis 8. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokalsaison beendet. Die rücken auch nicht mehr in die Europa League nach. Dann beginnt die K.O.-Phase. Da ist alles so wie immer. Hin- und Rückspiel, keine Auswärtstorregel. Und das Finale ist natürlich nur ein Spiel. Hat das geholfen? Nicht? Du hast den neuen Champions League-Modus immer noch nicht verstanden. Weiß ich nicht. Wie der Vater, so der Sohn. Oh mein Gott, bruh. Straight aus dem Gefängnis. Ist das krass. Immerhin sind seine Schuhe komplett sauber. Oh nein. Bruder, wie kann man denn... Bruder, ich habe in der ersten Millisekunde gemerkt, dass er runterrutschen wird. Wie auch kein Ton kommt. Wie keiner so schreit oder so. Nein, nein, nein. Einfach nichts. POV-Männer ändern sich nie, egal wie alt sie sind. Mahlzeit! Mahlzeit, Junge! Dog in fridge eating a cake. Der Dog wird, der Hund wird auch erstmal so ein bisschen gekühlt. Für einen Hotdog später. Ah, regarde, je vais rigoler, parce que je sais que t'es drôle. Je sais que t'es drôle. Ta gueule. Elle fait un bégaye comme ça. Merci, faute. Fais là, W. Das war's mit den TikToks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich bin ab dem 15. wieder für euch da, live. Aus meinem Zimmer.